Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich versuche mich hier in einer Sportart, die sich allmählich auch bei uns in der Bundesrepublik bemerkbar zu machen beginnt. Aber wirklich zu Hause ist sie vor allem in Großbritannien. 7 Millionen Briten spielen Darts, das Spiel mit diesen kleinen Pfeilen hier, die aus einer Entfernung von 2,37 Meter auf eine runde Scheibe geworfen werden müssen. Einer der besten Dartspieler der Welt heißt Tony Bell. Er ist heute Abend hier im Studio und wird im Verlauf der Sendung zeigen, was es mit diesem Spiel auf sich hat. So, was haben wir Ihnen sonst noch zu bieten? Natürlich Fußball, die 4 Pokalbegegnungen des heutigen Tages, aber auch das sehr spannende Nachholspiel Hertha BSC gegen den HSV. Die Berliner hätten mit einem Sieg die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen aus dem Abschiedsstrudel wieder hochzukommen. Und dann haben wir Wettkampfgymnastik aus Kalkar am Niederrhein, ein Länderkampf, Bundesrepublik gegen Holland. Aus Monte Carlo das erste Freiluftturnier der Tennisspieler in dieser Saison, glänzend besetzt. Die 5 Besten der Weltrangliste sind am Start. Einen Bericht aus Italien von dem Fußballskandal, der dort alle Welt beschäftigt. 27 Spieler stehen im Verdacht, bestochen worden zu sein. Und natürlich Darts, das sagte ich Ihnen schon am Anfang. Kommen wir zunächst zum Fußball. Ein Nachholspiel heute im Berliner Olympiastadion, Hertha BSC gegen den HSV. Wichtig für die Berliner, weil sie ihre ganz schlechte Position auf dem vorletzten Platz der Tabelle vielleicht ein bisschen verändern konnten. Ganz wichtig aber auch für die Hamburger, weil bei einem Sieg die Chance bestand, mit den Bayern in der Bundesliga-Tabelle gleichzuziehen. Hermann Oletz meldet sich aus dem Berliner Olympiastadion. Der überraschende Erfolg der Berliner in Frankfurt lockte 45.000 Zuschauer ins Olympiastadion. Rekordkulisse für diese Saison. Der Sieg gegen die Hessen hat wieder Hoffnung keimen lassen. Ganz klare Sache, da müssen sie gewinnen. In Frankfurt haben sie 4 Dinger geschossen. Die müssen hier auch 2 Dinger schießen, oder? Was ist denn Hamburg ein echter Platz oder was soll sein? Quatsch. Hertha muss gewinnen und gewinnt auch. Ich bin 100% 2-1 sagen, 2-1. Ganz klar, ganz klar Sache. Wir wollen Nach nur 6 Minuten Spielzeit bekamen auch die größten Berliner Optimisten den ersten Dämpfer. Der HSV hatte viel Raum, zu viel Raum, wie sich schnell herausstellte. Torschütze Holger Hieronymus. Berlins Trainer Kronsbein ahnte diesen Treffer voraus. Kronsbein sah also zumindest eine Mitschuld bei Torwart Kleff sicher zurecht. Es dauerte sehr lange, bis HSV-Schlussmann Kargus zum ersten Mal eingreifen musste. Zu Hause sind die Berliner gezwungen anzugreifen, das Spiel zu machen und damit sind sie, wie sich zeigte, überfordert. Dennoch ein schöner Aufsetzer von Diefenbach, gar nicht so einfach zu halten. Die Hamburger konnten es sich bisweilen leisten, wie im Training zu spielen. Der Ball wurde langsam hin und her geschoben. Dann plötzlicher Tempowechsel, wie hier bei Rubesch, und damit war die Abwehr überfordert. Reimann versetzt Rasmussen und Kleff 2-0. Die größte Chance für Hertha kurz vor dem Wechsel bei diesem Freistoß von Sitka, die größte Chance für Michael Toppe. Am letzten Samstag war er der Held von Frankfurt, heute vergab der Amateur diese Möglichkeit. Aber auch die Profis bei den Berlinern standen Toppel in nichts nach. Eine vertane Gelegenheit, mit der sich seltsamerweise wieder neue Hoffnung verband. Heute, ich würde sagen, wir Hertha BSC ist die letzte Chance und die Berliner werden die Chance sicherlich nutzen. Denn wir sind ja Optimisten. Kurz nach dem Wechsel hätten sich die Wunschvorstellungen der Berliner beinahe erfüllt. Aber Nogli, der für Hieronymus ins Spiel gekommen war, leistete sich kein Eigentor. Danach wurde es dann bitter für die Berliner. Kaltz
den es nur selten in den Angriff zog. Rubesch verpasst, Reimann nicht. Reimanns zweites Tor. Die Berliner leisteten nun kaum noch Widerstand. Und so war es auch nicht besonders schwierig für den HSV, besonders schöne Tore zu erzielen. Jakobs, Rubesch, Reimann, Fehler von Kleff, Jakobs 4:0. Das 5:0, fast keine Gegenwehr bei Hertha. Hidiens präzise Flanke verwandelt Kevin Keegan. Beim 6:0, dem dritten Tor innerhalb von nur 3 Minuten, war Kaltz wieder einmal im Angriff. Hier kommt er an den Ball. Er brauchte heute nicht unbedingt für Schwung zu sorgen. Milewski, der in dieser Saison von Berlin nach Hamburg wechselte, machte den hohen HSV-Sieg komplett. Letztlich war von Optimismus keine Spur mehr. Trainer Kronsbein verließ, wie so viele Berliner, enttäuscht das Feld. In der Tabelle der Bundesliga gab es durch das Spiel in Berlin 2 Veränderungen, nämlich an der Spitze und am Ende. Der HSV führt nun wieder mit der wesentlich besseren Tordifferenz bei Punktgleichheit vor Bayern München. Und die Berliner Hertha rutschte mit der schlechteren Tordifferenz gegenüber Eintracht Braunschweig auf den letzten Platz. Interessant in diesem Zusammenhang. Die Vereine, die im Moment auf den 3 Abstiegsplätzen stehen, wechselten im Verlauf dieser Saison ihre Trainer. 3-mal Bundesliga gegen 2. Liga, übrigens alle aus der 2. Liga Süd. Diese Duelle bestimmten das Viertelfinale des DFB-Vereinspokals, in dem die Bundesligisten natürlich favorisiert waren. Alles andere als ein Osterspaziergang wurde für die Düsseldorfer Fortuna die Begegnung in Offenbach vor 30.000 Zuschauern. Rote und erster Warnschuss für die Fortuna. 2. Halbzeit Außenverteidiger Paulus zu Völler, den viele Bundesliga-Vereine haben möchten. Klare Entscheidung von Schiedsrichter Hontheim aus Trier. 11 Meter. Kutzop ließ sich viel Zeit und Daniel dennoch keine Chance. 47. Minute. 70 Sekunden später gelang Thomas Alofs der Ausgleich, als die Offenbacher Abwehr den Ball nicht wegbekam. Nach 90 Minuten 1:1, Verlängerung. Offenbachs Libero Gainzer fabrizierte ein Eigentor völlig unbedrängt, aber Torwart Kohl stand viel zu weit vor seinem Tor. In der hektischen und dramatischen Verlängerung in den 15 Minuten gelang Völler der Ausgleich. Erst in der 2. Hälfte dieser Verlängerung machte Klaus Allofs alles klar für die Düsseldorfer. Seel bereitete das 3:2 vor in der 112. Minute. Beim 4:2 wurde der Nationalspieler nicht konsequent angegriffen. Hier übernimmt er. Mit seinem Treffer zum 5:2 setzte Klaus Allofs den Schlusspunkt unter ein Spiel, das 120 Minuten dauerte und erst in den letzten 8 Minuten entschieden wurde. Schalke 04, kein Vorstand, kein Manager, kaum noch Zuschauer. Nur knapp 3000 kamen zum Spiel gegen Bayreuth. Deutliches Kennzeichen der Schalker Krise. Diese Krise wirkt sich auch immer stärker auf die Spielweise der Schalker aus. Obwohl gerade auf eigenem Platz gegen den 17. der 2. Liga Süd, Bayreuth, die Voraussetzungen günstig waren. Denn nach 6 Minuten bereits erzielte auf Flanke von Elgert Uwe Höfer den frühen Schalker Führungstreffer. Höfer, der Ersatzmann für den verletzten Fischer, der einzige Lichtblick im Schalker Team. 1:0 der Halbzeitstand, Sekunden nach dem Wiederanpfiff der Ausgleich durch Horn. Die Schalker passten sich immer mehr dem Zweitliganiveau ihres Gegners an, wirkten umständlich, beinahe hilflos in Mittelfeld und Angriff. Erst 6 Minuten vor Schluss konnten die Besten bei Schalke die ganz große Blamage abwenden. Wie beim 1:0, Pass Elgert zu Höfer, 2:1. Sekunden vor dem Abpfiff stellte schließlich Drexler den 3:1 Endstand her. Ein Schalker Sieg, über den Trainer Schwager meinte, das einzig Positive ist, dass wir wieder einmal ein Erfolgserlebnis hatten. Drexler, der Torschütze zum 3:1.
Kölns ehrgeiziger Trainer Hennes Weisweiler brauchte, um mit dem FC im Geschäft zu bleiben, unbedingt einen Sieg beim FC Homburg. Denn die Meisterschaft wird nur noch zwischen dem HSV und dem Münchner Bayern entschieden. In Homburg besaß ebenfalls der Zweitligist die erste Chance, über Beck, der sich im Strafraum geschickt durchsetzte. Den anschließenden Heber von Lenz konnte Torwart Schumacher gerade noch gegen die Latte lenken. Das war nach 2 Minuten. Das 1:0 fiel dann aber doch für den klasse höheren Gast aus Köln. Dieter Müller schraubte sich am höchsten in der 27. Minute. Sehr schön zeigt die Torkamera diesen Treffer noch einmal. In der 48. Minute erhöhte Woodcock ohne Schwierigkeiten auf 2:0. Sehenswert der Anschlusstreffer für den FC Homburg. Wagner war der Schütze. Beim Stand von 1:2 hatten die Homburger dann Pech, als Demange nur den Pfosten traf. Danach sicherten sich die Rheinländer überlegen den Einzug ins Halbfinale. Eine Flanke von Prestin köpfte Schuster zum 3:1 ein, begünstigt durch einen Fehler von Torwart Quasten. In der 81. Minute passte Mittelstürmer Dieter Müller auf, schnappte sich den Ball, bediente den Engländer Tony Woodcock und der erzielte sein 2. Tor. Endstand also 4:1, ein standesgemäßer Erfolg des 1. FC Köln vor 20.000 Besuchern. Dortmund ohne Wagner, 4 gelbe Karten, ohne Theis, Platzverweis im Spiel gegen Köln, heute gegen Stuttgart ein interessanter Bundesliga-Vergleich. 33.000 Zuschauer in Dortmund erlebten eine sehr kampfbetonte Begegnung. 3 gelbe Karten für die Dortmunder und 2 für Stuttgart waren Zeichen für die Härte. In der 37. Minute beging Nationalspieler Karl-Heinz Fürst einen folgenschweren Fehler. Nach Unsicherheit von Torwart Rohleder schiebt er, zwar bedrängt von Frank, den Ball ins eigene Tor. 1:0 für Dortmund. 3 Minuten später Eckball Geier und Frank erzielt ganz alleine den 2:0 Halbzeitstand. Obwohl die Stuttgarter etwas müde wirkten, die halbe Mannschaft war in den A- und B-Länderspielen gegen Österreich eingesetzt, steckten sie nie auf. In der 66. Minute verkürzte Karl-Heinz Förster freistehend zum 2:1. Zehn Minuten vor dem Abpfiff überraschte Burgsmüller mit einem Schuss aus gut 20 Meter Torentfernung die gesamte Stuttgarter Abwehr und Torwart Rohleder. 3:1 durch Burgsmüller, ein verdienter Sieg für Dortmund. Offensichtlich ging den Vertretern der zweiten Liga in der zweiten Halbzeit die Luft aus. Denn von den 12 Toren, die sie hinnehmen mussten, fielen 9 erst im zweiten Abschnitt. Im Halbfinale am 10. Mai sind also die Vertreter der ersten Bundesliga übrigens alle aus dem Westen unter sich. Schalke 04 trifft auf den 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf auf Borussia Dortmund. Die Lottozahlen sind ins Haus gekommen, wenn Sie mitschreiben wollen. 14, 17, 32, 34, 36, 41 und die Zusatzzahl 29. Noch einmal, 14, 17, 32, 34, 36, 41 und als Zusatzzahl 29. Wenn Ihnen der Name der Stadt Kalkar am Niederrhein, nicht weit von der deutsch-holländischen Grenze, nur deshalb bekannt ist, weil da seit 7 Jahren ein schneller Brüter gebaut wird, dann möchte ich Sie bitten, das schnell mal zu vergessen. Es gibt auch einen anderen Grund, warum man gelegentlich an Kalkar denken sollte. Die Stadt ist in diesem Jahr 750 Jahre alt. Und im Rahmen der damit verbundenen Feierlichkeiten gibt es auch Sport. Heute zum Beispiel einen Gymnastik-Länderkampf der Damen aus der Bundesrepublik und aus Holland. Magdalena Müller berichtet darüber. Meine
Sehr verehrte Damen und Herren, die langjährige Tradition kultureller und sportlicher Begegnungen hier am Niederrhein wurde mit diesem Länderkampf fortgesetzt. Beide Mannschaften werden übrigens von gebürtigen Rumäninnen betreut. Die Deutsche von Livia Medinlanski links und Iliana Josef ist seit 1978 Trainerin in Holland. Und der Gast aus dem Nachbarland begann mit sehr gefälligen Seilübungen und führte bis Anke Abraham, wir sehen sie hier, an die Reihe kam. Sie wird im Mai 20 und kommt aus Lüneburg. Abraham. Sie ist Dritte der deutschen Meisterschaften im Vierkampf und auch mit diesem Handgerät. Und wird auch Dritte in der Einzelwertung bei diesem Länderkampf, wobei die 9,30 Punkte für die Seilübung ihre beste Benotung blieb. Zum Vergleich nun zwei Keulenübungen, die Ihnen einmal das Talent zeigt und dann eine schon ausgereifte, schwierige Übung. Die jüngste heute, die 13-jährige Sonja Grünewald aus Amersfoort. Sie ist in Holland Meisterin ihrer Altersklasse. Sieht alles schon ganz hübsch aus, manchmal vielleicht noch ein bisschen eckig. Nur die großen Schwierigkeiten fehlen noch, beispielsweise das Werfen der Geräte im Sprung und wieder das Fangen. Sie werden es gleich sehen, sie behält die Geräte in der Hand. Eigentlich die hohen Würfe kommen. Und fangen im Stand, das zählt eigentlich nicht zu den großen Schwierigkeiten, aber die werden sicher noch kommen bei ihr. Eine 9 wurde für die Kleine noch nicht gezogen. Sie wird sich aber sicher über ihren letzten Platz heute bei diesem Länderkampf in Kalka nicht grämen. Patricia Peschke mit 20 Jahren, die älteste in der deutschen Riege. Und die Musik kennen Sie, Lili Marleen. Es ist eine Idee von Eugen Filipescu, dem Pianisten, diese Musik für die Übung von Patricia Peschke neu zu arrangieren. Und wie sie passt, das werden Sie gleich sehen. Die höchste Wertung mit den Keulen, der seit der Weltmeisterschaft in London im vergangenen Jahr für den Ball im Turnus ins Programm gekommen sind. Helen Weimar, 17 Jahre alt, aus Amsterdam mit dem Band. Ein ganz anderer Typ als beispielsweise Patricia Peschke. Und für jede die passende Übung zu finden, das ist das Geheimnis einer guten Trainerin.
die andere Hand. Die Übungen müssen ja mit beiden Händen abwechselnd durchgeführt werden. Achten Sie hier auf die schöne Bandzeichnung. Der Wechsel zwischen den kleinen Bögen und den großen. Helen Weimar war die Beste in ihrer Mannschaft und das reichte im Gesamtergebnis nur zu Platz 6 hinter 5 deutschen Mädchen. Und von denen schaffte Ellen Vetter, 5. der deutschen Meisterschaften mit dem Band, den Sprung ganz nach oben. Sie kommt aus Groß-Deindach, das liegt bei Schwäbisch Gmünd. In 14 Tagen wird sie 18. Trainiert die im Hintergrunde mit der Filmkamera jede Übung filmt. Ellen Vetter war die Einzige, die in allen drei Disziplinen auf Wertungen über 9 kam und wurde Tagessiegerin. Von ihr werden wir sicher in der Zukunft noch mehr sehen. Bleibt der deutsche Sieg im Länderkampf nachzutragen, dass er gleich mit fast 4 Punkten Vorsprung ausfiel, glich schon fast einem Ostergeschenk. Zurück zu Hans-Joachim Friedrichs ins aktuelle Sportstudio. Auch der Sport hat seine Ostertraditionen. Im Tennis ist die bekannteste das große Tennisturnier in Monte Carlo, mit dem alljährlich die europäische Freiluftsaison eröffnet wird. Gut besetzt war Monte Carlo eigentlich immer, so gut wie in diesem Jahr allerdings nur selten. Die ersten 5 der Weltrangliste sind am Start, also Borg, McEnroe, Connors, Gerulaitis und Vilas. Es geht um $175.000 Preisgeld, so rund 350.000 Mark. Der Sieger im Einzel erhält $30.000, also etwa 55.000 Mark. Wir wollen Ihnen heute, morgen und übermorgen die nach unserer Meinung jeweils besten Spiele zeigen und beginnen nun heute mit der Begegnung John McEnroe, USA, gegen Guillermo Vilas aus Argentinien. Unser Reporter ist ein Mann vom Fach, Hans-Jürgen Pohmann. 5.500 Zuschauer kamen bei herrlichem Wetter, Sonnenschein, 24 Grad, um das Spiel des Tages, das Viertelfinalspiel, McEnroe gegen Vilas, hier im Bild, bei Eintrittspreisen zwischen 45 und 75 Mark zu sehen. 6 Mal spielten beide gegeneinander. Vilas gewann 4 Mal, zum letzten Mal vor 4 Wochen im Davis Cup in Buenos Aires. Ins Viertelfinale gelang McEnroe durch Siege über Warwick und Barazzutti, Vilas durch Siege über Panatta und Scanlon. Vilas hinten im Bild. Die beiden Linkshänder unterscheiden sich gewaltig. Auf der einen Seite der 28-jährige Sandplatz-Spezialist Vilas mit seinen gefürchteten Topspin-Bällen von der Grundlinie aus. Auf der anderen Seite der 21-jährige New Yorker John McEnroe mit seinem fantastischen Ballgefühl, der sich am wohlsten auf schnellen Plätzen fühlt. Hier John McEnroe. Spielstand im ersten Satz, 3:1 für Guillermo Vilas.
Schauen Sie sich an, mit welchem Einsatz beide kämpfen. Besonders Vilas hat sich für dieses Turnier sehr viel vorgenommen, da er eine schlechte Saison hatte im vergangenen Jahr. Und wie mir sein Coach noch vor dem Spiel sagte, der ehemalige rumänische Davis Cup-Spieler Ion Tiriac, Vilas will in diesem Jahr alles gewinnen. 30 zu 15, Aufschlag John McEnroe, hinten im Bild. Er versucht, seine Chance am Netz zu nutzen. In Amerika gibt es kaum solche langsamen Sandplätze. Man spielt dort häufig auf Zementplätzen. Praktisch ausschließlich. Ganz interessant, seine Fußstellung beim Aufschlag, praktisch parallel zur Grundlinie. Damit kommt sein Aufschlag sehr verdeckt. Tja, McEnroe greift häufig etwas zu unvorsichtig an. Denn der beste Ball von Vilas sind die Passierschläge kaum zu erkennen für den Angreifer. Breakball für Vilas zum 4:1. Und ein klarer Punkt von der Grundlinie aus. Vilas erwischte McEnroe auf dem Gegenfuß. Und damit 4:1 Führung im ersten Satz. John McEnroe wird vielleicht einmal der Nachfolger von Nastase als böser Bube. Hier gefällt ihm der trockene Platz nicht. Er fordert vom Schiedsrichter, dass der Platz gewässert wird. Hören Sie genau zu. Aber der Schiedsrichter lässt sich nicht beeindrucken. 5:1 mittlerweile und zwei Satzbälle für Vilas. Vilas kämpft um jeden Ball, gibt keinen Ball verloren. McEnroe sichtlich unzufrieden. Das ist ihm doch ein wenig zu glatt. Knappe Maus, der Flugball. Vilas deutet es an. Und damit erster Satz für Vilas. Mit 6:1. Durchaus eine Überraschung. Der Sieger zwischen diesen beiden erhält hier $4.000 Unterschied. Das ist zwar für die Tennismillionäre nur ein Taschengeld, aber hier geht es wohl mehr ums Prestige. Diese Passierschläge kann neben Vilas nur noch Björn Borg schlagen. Aus vollem Lauf, mit vollem Risiko geschlagen, völlig verdeckt, die Linie lang. Spielstand 5:3 für Vilas. Er führte schon 4:1. Aber McEnroe holte auf. Und im Moment steht es 15 beide. Dieser Ball blieb an der Netzkante hängen. Und John McEnroe gibt nicht auf. Der dritte Doppelfehler von Vilas. Beide Spieler benutzen übrigens einen Holzschläger. Wie viele der absoluten Weltklasse, denn mit einem Holzschläger haben die Spieler halt doch mehr Ballgefühl. McEnroe versucht, das Tempo zu verlangsamen. Vilas kommt ans Netz, erreicht diese herrlichen Passierschläge und dann schlägt McEnroe völlig unbedrängt ins Netz. Wir sehen den Ball noch einmal in Zeitlupe.
Wielers rückt auf ans Netz. Und nun dieser leicht verschlagene Ball. 30 Beide, 5:3 für Wielers. Ja, und nur so kann man Wielers schlagen. Lang platzierte Angriffsbälle und dann möglichst nah ans Netz aufrücken.